Freizeit? Nee, das war jetzt aber kein Freizeit. Das heißt, irgendetwas anderes passiert jetzt hier. Also dann, ich sollte mich etwas umschauen, bis Sie ankommen. Was zum... eine Ankündigung? Moment, nein, es kann nicht sein. Was zum... Was? Auf dem Bildschirm sah ich etwas Unglaubliches. Jemand mit einem Messer. Eine Aufnahme aus der ersten Person. Ich erkannte sofort das Zimmer. Es war das Übertragungszimmer in der obersten Etage der Zwillingstürme. Da lag Teruya bewusstlos. Die Person, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. Die Person, die irgendwie von dieser Insel verschwunden war. Teruya Otoris regungsloser Körper. Was ist das? Und ist das live? Ah, fuck. Was? Nein! Das Video endete danach abrupt und die Person kam Teruya immer näher. Warum diese Übertragung gemacht wurde und ob es live war, ich hatte keine Ahnung. Aber... wir sollten mal dorthin. Teruya befindet sich in Gefahr. Es ist eine Falle. Sora, es ist eine Falle. Es gibt zwei Türme. Die oberste Etage des linken Zwillingsturms. Obwohl die Übertragung ziemlich kurz war, war ich mir sicher, dass das der richtige Ort war. Das Zimmer zeigte auf jeden Fall den Übertragungsraum. Aber die Zimmer im westlichen und östlichen Turm haben dieselbe Struktur. Es ging also nur um die Statue, oder? Ja, die habe ich auch gesehen. Und genau deswegen glaube ich, dass es eine Falle ist. Die goldene Statue. Und dadurch schlussfolgerte ich, dass es dieser Turm wäre. Es ist eine Falle. Bitte, sag nicht, dass ich zu spät bin. Teruya, ich kann ihn nicht sterben lassen. Er ist momentan der Schlüssel zu allem, aber außerdem ist da auch noch ein Freund, der die ganze Zeit mit uns in diesem Killing Game war. Es geht nicht nur um ihn. Ich möchte nicht, dass noch irgendjemand stirbt. Okay, dann sollten wir mal dort reingehen. Es ist abgeschlossen. Ha? Es ist abgeschlossen. Das muss ein Scherz sein. Dann würde das bedeuten, dass der Täter, der das gefilmt hat, sich dort drin eingeschlossen hat. Verdammt! Mach die Tür auf, bitte! Mach einfach die Tür auf! Sora! Yoroko, Leute! Sora, was ist hier los? Wir haben uns alle hier getroffen, als wir nach oben gekommen sind. Was war nur mit dieser Übertragung? Es scheint, als wäre das hier der richtige Ort, weil wir alle hergekommen sind. Nein, ich meine, du hast recht, aber wir haben ein Problem. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen? Verdammt, was sollen wir da tun? Wenn die Tür abgeschlossen ist, dann bedeutet das, dass Teruya definitiv da drin ist. Die einzigen Leute, die hier sonst noch fehlen, sind Mikado und Shobei. Okay, dann... Monocrow, bitte komm und mach die Tür auf! Richtig, wir können Monocrow rufen. Wenn er das Feuer im Turm von Babel löschen konnte, dann kann er sicherlich diese Tür aufmachen, richtig? Aber ich glaube, das macht er nur, wenn es zu einem Mord kam, oder? Moment, warum antwortet er nicht? Monocrow? Es bringt nichts. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, es gab in den letzten Tagen auch keine morgendlichen Ankündigungen. Er ist nicht hier. Das stimmt natürlich auch. Teruya, wenn du da drin bist, dann antworte mir. Teruya! Was sollen wir tun, Sora? Monocrow.
Wir hatten in der Vergangenheit schon mal mit etwas Ähnlichem zu tun. Yuki? Leute, wir sollten die Tür zerstören. Was? Das können wir nicht tun. Schuleigentum zu zerstören ist immer noch gegen die Schulregeln. Ja, da hast du recht. Aber Monoko hat uns selbst mal gesagt, dass die Regeln absolut sind, aber man sie in bestimmten Situationen brechen kann. Ah, ich bin mir da nicht so sicher, Mann. Aha. Oh, du meinst, als wir in Kokoros Zimmer gegangen sind. Ja, Yuki, mach mir die scheiß Tür auf. Wenn Yuki die Tür aufmacht. Nee, nee. In besonderen Situationen. Zum Beispiel, wenn es zu einer... Ja, aber es kam zu keinem Mord vielleicht. Richtig, er hat sogar explizit gesagt, dass es ein Mordfall war. Ich möchte diese Möglichkeit gar nicht bedenken, aber im schlimmsten Fall ist das hier vielleicht exakt dieselbe Situation. Ich stimme zu. Und vielleicht sind wir noch nicht zu spät. Okay, wenn wir alle vier das zusammen machen, dann sollten wir wahrscheinlich die Tür zerstören können. Sie sieht nicht so wirklich stark aus. Nein, Leute, nein. Ah, ich weiß nicht. Das ist eine dumme Entscheidung, Leute. Ah, dann rammen wir die Tür auf drei. Eins, zwei, drei. Es hat nicht funktioniert. Verdammt, einmal noch. Nach einigen weiteren Versuchen schafften wir es. Weil wir mit all unserer Kraft dagegen rammten, fielen wir alle auf den Boden, sobald die Tür kaputt ging. Und wir alle schauten sofort auf. Was wir zuerst bemerkten, war das leise Geräusch des Projektors. Und wie ein Video auf die weiße Wand des Zimmers projiziert wurde. In der Mitte dieser Wand... Teruya, aber... Er scheint nicht... Ist er tot? Lag still der ultimative Händler, Teruya Otori, und das Video der Hölle war als Hintergrund projiziert. Irgendwas stimmt hier nicht. Er ist nicht tot. Ha? Nein, Teruya? Er bewegte sich nicht und seine Augen waren geschlossen. Und es half auch nicht, dass der Projektor etwas zeigt, was an die Hölle erinnerte. Aber selbst bevor ich überhaupt verstanden hatte, was hier vor sich ging, geschah das. Was? Habt ihr das gehört? Es regnet. Na, was? Es regnet hier drin, oder was? Ich kann gar nichts sehen. Es ist kein Regen. Schaut mal dort oben. Sprinkler? Aber das ist kein Feuer. Wir können uns darum noch später Sorgen machen. Wir sollten hier rausgehen, bevor wir ganz nass werden. Warum? Ist doch nur Wasser! Hä? Okay, sehr stark. Sehr starkes Wasser auf jeden Fall. Und die Tür ist irgendwie wieder da, aber hey, wen interessiert's? Zu spät, ich bin bereits komplett nass. Sora, was sollen wir tun? Teruya, ist er wirklich tot? Verdammt, was ist hier nur los? Warum sind auf einmal die Sprinkler angegangen? Warum haben wir den Täter nicht gefunden, wenn er sich da drin eingesperrt hat? Wir sollten nochmal reingehen, sobald die Sprinkler aufhören. Der Täter könnte sich vielleicht noch irgendwo da drin verstecken. Oh, und wir haben Teruya nur aus der Entfernung gesehen, richtig? Es gab kein Blut oder so. Deswegen ist er vielleicht einfach nur ohnmächtig geworden. Ja, wann hören diese Sprinkler überhaupt auf? Es hört sich so an, als ob sie bereits aufgehört hätten. Dann sollten wir wieder reingehen. Yuki, warte!
Was? Und er ist weg. Moment, wo ist Teruya? Na, ist ja noch... Tür, wollte ich gerade sagen. Wir konnten nicht verstehen, was überhaupt geschehen war. In der kurzen Zeit, in der die Sprinkler aktiv waren, war Teruya auf einmal verschwunden. Die Sprinkler waren zwar für einige Zeit an, aber es waren trotzdem nur einige Minuten. Und es gab nur einen Ausgang aus diesem Zimmer, und wir haben alle draußen gewartet. Teruya war auf einmal verschwunden, als ob er sich einfach wegteleportiert hätte. Was ist hier nur los? Er ist verschwunden! Teruya ist verschwunden! Moment, was? Oh, vielleicht war er wirklich noch am Leben. Oh, das ist es. Das muss es sein. Warum würde sonst auf einmal eine Leiche so verschwinden? Egal, ob Leiche oder nicht. Wir haben alle bei dem Ausgang gewartet. Wie hätte er an uns vorbeikommen können? Na, es tut mir leid. Leute. Schaut mal da drüben. Dort ist eine Tür, die zuvor noch nicht da war. Was? Ich dachte, der Haupteingang wäre der einzige Ausgang aus diesem Zimmer. Sora, hat er vielleicht... Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie auf einmal eine Tür in dieser Wand erschienen ist. Aber wenn das irgendetwas damit zu tun hat, wie Teruya aus diesem Zimmer verschwunden ist... Okay, dann machen wir mal diese Tür auf. Und dann... Hier ist aber auch niemand. Das ist... ein Lagerzimmer? Einige dumme Requisiten und Kameraausrüstung. Ja, ich glaube, du hast recht. Aber das ist jetzt hier gerade nicht wichtig. Teruya ist ebenfalls nicht hier. Wir hatten uns das ganze Zimmer sicherheitshalber nochmal angeschaut, aber Teruya war hier nicht zu sehen. Dort links, habt ihr das gesehen? Das Fenster war kaputt. Was zum Teufel geht hier nur vor sich? Was? Waren wir alle so müde, dass wir es irgendwie nur uns vorgestellt haben? Auf keinen Fall. Selbst für eine virtuelle Welt ist das etwas... Eine virtuelle Welt... Dort links. Seht ihr? Leute, war das Fenster schon die ganze Zeit kaputt? Hä? Oh, du hast recht. Ist es irgendwie einfach so kaputt gegangen? Oh, ich verstehe. Also hat Teruya das Fenster kaputt gemacht. Und ist einfach rausgesprungen? Willst du ernsthaft einen solchen Nonsens sagen, Sora? Oder meinst du Iroha? Hatte ich Iroha das gerade gesagt? Ja, das war, glaube ich, ein Fehler. Ich weiß, dass es lächerlich ist, aber... Weil ich schon mal von weit oben runtergefallen bin und überlebt habe, habe ich nur gedacht, dass... Du redest darüber, wie du im Turm von Babel gefallen bist, richtig? Aber diese Stadt ist anders als dieser Ort. Dieser Ort war definitiv eine Anomalie, die selbst Mikado nicht erwartet hat. Niki hat gesagt, dass er diesen Ort kreiert hat, um Mikados Plan durcheinander zu bringen, richtig? Ja, aber dieser Ort hier ist ein Ort, den Mikado für das Killing Game vorbereitet hat. Genauso wie jede andere Insel. Ich bezweifle, dass so etwas auch hier geschehen könnte. Aber selbst diese Brücke war verbuggt. Weil wir es hier mit einer virtuellen Welt zu tun haben, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Nun, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dich verstehe. Aber was dann? Willst du einfach runterspringen, um das Gegenteil zu beweisen? Und wir sind uns nicht einmal sicher, ob Teruya dorthin gegangen ist. Hört schon auf, wir sollten uns jetzt nicht und streiten. Wir sollten nach Teruya suchen und uns nicht streiten. Er sollte irgendwo in der Nähe sein. Er ist nicht Mikado, also könnte er sich nicht irgendwo hin teleportiert haben. Yoroku hat recht. Yuki, Iroha, wir sollten nach Teruya suchen gehen. Das scheint momentan unsere Hauptpriorität zu sein. Ja, Ma'am. Du hast recht. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe, Sora. Ich schätze mal, dass ich einfach etwas ungeduldig war. Es ist okay. Wir haben bereits Schlimmeres durchgemacht, richtig? Wir müssen nach Teruya suchen, aber um sicher zu gehen, sollten wir es vermeiden, alleine zu sein. Und wir sollten nicht zu weit weggehen.
Wir wissen immer noch nicht, wo die unbekannte Person mit dem Messer hin ist, aus diesem Video. Interessant, aber was jetzt? Es könnte auch eine Falle sein. Ich meine, es ist offensichtlich eine Falle, aber... Das ist alles zu verwirrend für mich. Aber anders als zuvor bin ich jetzt nicht allein. Yuki, Yoroko und selbst wenn wir sie immer noch verdächtigen, ist auch Iroha hier. Es ist noch zu früh, um zu entscheiden, dass Teruya wirklich tot ist. Wir dürfen nicht unsere Hoffnung verlieren. Kann das nicht für alles, vielleicht alles der Plan von Teruya sein? Er hat ja gesagt, dass er dieses Killing Game beenden würde. Und die einzige andere Person, die nicht hier ist, ist Mikado. Oh, Sora. Hast du ihn gefunden? Nein, er ist auf jeden Fall nicht in diesem Gebäude. Wie ist er so schnell aus diesem Gebäude rausgekommen? Vielleicht ist er wirklich einfach rausgesprungen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber... Es gibt einen Ort, den ich mir zusammen mit dir anschauen möchte. Einen Ort, den du dir mit mir anschauen möchtest? Also nur wir beiden? Nein, mit allen. Ich verdächtige einen bestimmten Ort. Du weißt also etwas? Nun, das hier ist der westliche Zwillingsturm, richtig? Warum schauen wir uns nicht denselben Ort in dem östlichen Bereich an? Ja, guter Punkt. Also ich kann jetzt mal sagen, was meine Vermutung war, ne? Aber, ja, nicht so schnell! Nicht so schnell! Ich habe mir was zu sagen, Mann! Yoroko, chill! Ich dachte, es wäre eine Falle gewesen, dass wir quasi am falschen Turm ankommen und dann in der Eile über diese Brücke gehen würden, die aber gar nicht da ist und dann quasi jemand so Suizid begehen würde, indem man einfach runterfällt, wisst ihr? Weil es ja eine Falle war, in der Hinsicht. Ich wusste es. Aber das scheint sich nicht bewahrheitet zu haben. Auch hier haben wir so eine Tür. Eine Tür, die zuvor noch nicht da war. Genauso wie im westlichen Zimmer. Ich schätze mal, wir müssen auch dort reingehen. Ja, wenn auf einmal eine Tür erscheint, dann muss da drin irgendetwas geschehen sein, richtig? Dann gehen wir mal dort rein. Ja. Nachdem wir uns alle gegenseitig zunickten, griff ich langsam die Türklinke und ging rein. Das erste, was uns begrüßte, war die Dunkelheit und der Geruch von Staub. Aber anders als beim letzten Mal wussten wir sofort, dass etwas anders war. Etwas war falsch. Dasselbe Zimmer, gespiegelt, aber dennoch fühlte es sich so anders an. Der Grund dafür wurde klar, als die verzweifelnde Realität, die vor uns war, für immer in unsere Augen gebrannt wurde. Teruya. Aber warum? Irgendetwas stimmt hier trotzdem nicht. Aber wir waren alle vier die ganze Zeit zusammen. Also, ach ja, Shobai gibt's. Ich muss zugeben, ich habe Shobai komplett vergessen. Habe ich auch vorhin schon gesagt, der Einzige, der fehlt, war irgendwie Mikado oder so, ne? Aber Shobai fehlte ja auch noch. Teruya? Aber wenn es keine Ankündigungen mehr gibt, dann bestätigt das ja nicht unbedingt, dass er tot ist, oder? Weil eigentlich wusste er immer nur, dass jemand tot war, weil eine Ankündigung gespielt hat. Ich meine, er sieht jetzt nicht wirklich lebendig aus, aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Teruya lag dort auf dem Boden. Teruya, du bist wach, richtig? Du bist hier rübergelaufen von dem westlichen Gebäude aus, richtig? Bitte sag mir, dass du noch am Leben bist. Sora! T-
Teruya sah still auf dem Boden und bewegte sich überhaupt nicht. Es schien nicht so, als ob er noch atmen würde, und er hatte auch keinen Puls mehr, und seine Haut hatte bereits die Farbe verloren. Aber dennoch wollte ich es nicht glauben. Shinji sollte der Letzte sein, der uns verlässt. Das wollte ich zumindest glauben. Wir befinden uns am Ende des Killing Games. Alle Freunde, die noch übrig waren, würden zusammen überleben und zusammen entkommen. Das wollte ich glauben. Vielleicht habe ich deswegen nochmal seinen Namen gerufen und vielleicht, trotz der Tatsache, dass ich wusste, dass er uns bereits verlassen hatte, aber... Eine Leiche wurde entdeckt. Alle verbleibenden Schüler, bitte versammelt euch im Lagerzimmer im Übertragungsraum. Und das würde dann wohl auch das bestätigen, ha? Die Buddy Discovery Announcement, dann... Verdammt. Die durchdringende Ankündigung hatte uns erneut die harte Realität vor Augen geführt, der wir nicht entkommen können. Wir konnten nicht länger davor davonlaufen. Der damalige ultimative Händler und ein Mitglied der Kisaragi Foundation, Teruya Otori, egal ob Freund oder Feind, er wurde umgebracht. Einfach so.